Addition und Subtraktion von rationalen Zahlen. Bei der Addition und Subtraktion von rationalen Zahlen muss man auf die Vorzeichen der Zahlen achten. Das haben wir auch schon ein paar Videos mal gemacht. Der Hintergrund ist folgender. Du musst immer darauf achten, welche Zeichen hier aufeinander prallen. Wenn das gleiche Zeichen sind, so wie Plus und Plus oder Minus und Minus, dann ergibt sich daraus immer eine Rechnung mit Plus. Das siehst du zum Beispiel hier oder das siehst du auch hier. Wenn aber unterschiedliche Zeichen aufeinander prallen, nämlich zum Beispiel Plus und Minus oder Minus und Plus, dann hast du hier ein Rechenzeichen mit Minus. Das hast du zum Beispiel hier, das hast du hier, das hast du auch hier und hier. Und hier wäre nochmal eins mit Plus gewesen. Aber gut, grundsätzlich gilt halt einfach diese Unterscheidung hier, was aufeinander prallt. Und diese hier vorne, die werden einfach immer übernommen. Also ein Beispiel. Wir haben minus 7 minus minus 3 und wir haben minus 7 plus minus 3. Hier siehst du, die Unterschiede liegen darin, oder liegen erstmal nicht darin, was hier für ein Vorzeichen vor der 7 steht. Das ist erstmal grundsätzlich egal, das wird immer übernommen. Minus 7 schreibt man hier hin und minus 7 schreibt man hier hin. Aber dann kommt es darauf an, welche Vorzeichen hier aufeinandertreffen. Hier treffen Minus und Minus aufeinander, das ist ein gleiches Vorzeichen. Also muss man hier mit Plus rechnen. Und dann wird die nächste Zahl einfach hinten dran gehangen. Plus und Minus treffen aufeinander, das sind entgegengesetzte Rechenzeichen. Also wird mit Minus weitergerechnet und danach eben hier die 3 dran gehangen. Da liegen grundsätzlich erstmal die Unterschiede. Das musst du dir einfach merken und das dann auch in den Rechenaufgaben umsetzen. Gestern hatte ich noch 20 Euro. Danach habe ich mir einen Wasserball für 7,99 Euro und Sonnencreme für 2,70 Euro gekauft, sagt Hanna. Am Abend hatte ich Glück und habe einen 5-Euro-Schein gefunden. Und wie viel Geld hast du noch? Okay, jetzt müssen wir also erstmal alles zusammenrechnen, was hier bei Hanna so in den letzten Tagen zusammengekommen ist. Wir haben hier grundsätzlich erst einmal 20 Euro, die Hanna gestern noch hatte. 20 Euro. Dann hat sie sich einen Wasserball gekauft, der hat 7,99 Euro gekostet. Auch Sonnencreme hat sie sich gekauft, 2,70 Euro. Ja, die Einheiten übernehme ich jetzt hier mal. Zum Rechnen sind die jetzt erstmal egal, aber wir wollen es ja auch korrekt machen. Und sie hat dann noch 5 Euro gefunden. Das ist auf jeden Fall ziemlich gut und ziemlich glücklich. 5 Euro, so, jetzt, das ist die Rechenaufgabe. Und jetzt muss man hier schauen, was hier für Rechenzeichen aufeinander prallen. Theoretisch kann ich das jetzt hier nochmal umschreiben in 20 Euro und dann hier halt minus. Plus 7,99 Euro. Minus plus 2,70 Euro. Plus plus 5 Euro. Aber warum sollte ich das denn jetzt nochmal so umschreiben? Das ist doch viel zu umständlich. Ich möchte dir nur zeigen, dass wenn man diese Form hier hätte, dann hätte sich daraus das hier ergeben. Weil diese Zeichen hier eben so aufeinandertreffen. Jetzt kann man das hier alles einzeln rechnen. Wir haben jetzt hier 20 minus 7,99. Du siehst, das sind alles rationale Zahlen. Das heißt, die sind hinter dem Komma irgendwann mal zu Ende. Irrationale Zahlen sind das nicht. Die gehen unendlich weit in die Nachkommastellen rein. Hier ist das aber nicht so. Die Dezimalzahl ist begrenzt in ihren Nachkommastellen. Da haben wir hier alleine schon mal erstmal 12,01 raus. Diese 12,01 nehmen wir uns jetzt und verrechnen die mit der nächsten Zahl. Das ist minus 2,70. Dann haben wir hier raus 9,31 Euro. Diese 9,31 Euro nehmen wir uns wieder und verrechnen sie wiederum mit der nächsten Zahl. Das ist plus 5. Ich habe jetzt einfach die Eurozeichen hier mal weggelassen. Am Ende kommt hier raus 14,31 Euro hat Hanna jetzt noch. Übrig nach den Ausgaben für den Wasserball, die Sonnencreme, aber auch dadurch, dass sie 5 Euro jetzt hier gefunden hat. Steffen sagt, also hast du noch 14,31 Euro. Ganz genau. So, aber nochmal ganz kurz, nochmal zu diesen Rechenregeln. Hier kam das jetzt eben gerade in der Aufgabe nicht so richtig rüber. Wir könnten jetzt zum Beispiel nochmal eine Beispielaufgabe machen. Minus 17 plus minus 3,5 minus minus 2 plus 4. So.
Das könnte eine Rechenaufgabe sein, die bei dir so in irgendeiner Klassenarbeit mal vorkommt oder weil du irgendwas zusammenrechnen musst in deinem Alltag und dann nicht genau weißt, wie das geht. Erstmal müssen wir die Klammern auflösen. Diese minus 17 wird erstmal ganz normal übernommen. Da trifft nichts aufeinander. Jetzt treffen aber die ersten Vorzeichen aufeinander, Plus und Minus, und die sind entgegengesetzt. Also wird mit Minus weitergerechnet. Dann kommt eine 3,5 hier dazu. Und jetzt treffen Minus und Minus aufeinander, die sind gleichgerichtet. Also geht es hier mit Plus weiter. Die Zahl wird ergänzt und hier hinten trifft nichts aufeinander, können wir also plus 4 schreiben. Minus 17 minus 3,5. Das heißt, es ist jetzt minus 17 Grad kalt und es wird jetzt nochmal 3,5 Grad kälter. Da befinden wir uns dann also bei minus 20,5 Grad. Und hier hinten können wir schon mal zusammenrechnen. Plus 2 sind also insgesamt plus 6. Das heißt, es ist jetzt minus 20,5 Grad kalt und jetzt wird es 6 Grad wärmer. Da befinden wir uns dann bei minus 14,5 Grad. Das wäre nochmal so eine Beispielaufgabe. Aber ich kopiere dir hier jetzt auch nochmal einen Link rein. Wir haben das ja schon mal gemacht und da verweise ich nochmal auf ein anderes Video, das du jetzt hier anklicken kannst. Da ist noch kein Zeichen aufeinander getroffen. Jetzt haben wir Plus und Minus, das ist so wie bei B. Wir haben also unterschiedliche Vorzeichen, die aufeinandertreffen. Somit wird hier mit Minus gerechnet und die andere Zahl wird abgeschrieben, 6,27. Ja, macht immer Schwierigkeiten, weil das Problem ist, die erste Zahl, die ist größer als die andere Zahl. Auf einem Zahl